Nimm dir Zeit. Das ist ein wichtiger Zug. Schach ist ein Geduldsspiel. Aber dann dachte sie, voila, ich hab keine Angst vor dir. Und sie schlich mutig näher. Ich habe den neuen Advanced Voice Mode von ChatGPT jetzt eine Woche lang im Alltag getestet und die KI einfach mal überall mit hingenommen. Und sie ist unfassbar krass. Besonders für jemanden wie mich, der gerne Sprachen lernt. Aber es scheint auch, dass unsere Katze ein kleines bisschen auf den Geschmack gekommen ist. Doch bei allem Hype, jetzt im Dauerbetrieb, stößt man auch immer wieder an Grenzen. Teils, weil die KI es einfach nicht besser kann, wie du gleich auch im ersten Beispiel sehen wirst. Oder weil ihre Guidelines die Konversation verbieten. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Aber seht erst einmal selbst und bildet euch euer eigenes Urteil zu der neuen Technik. Ist es etwas, was die Welt verändern wird oder doch nur alles eine nette Spielerei? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Hey, wie geht's dir? Schon Pläne für heute? Ich habe gedacht, dass wir vielleicht mal versuchen, eine Runde Schach zusammen zu spielen. Aber ich habe da folgenden Vorschlag, dass du mit einem bayerischen Dialekt Trash-talkst, also so wie die Chess-Hustler in New York zum Beispiel. Und du machst das Ganze mit einem bayerischen Dialekt und spielst dabei gegen mich Schach. Ich habe mir überlegt, ich sage immer einen Zug an, den ich spiele, und dann spielst du einen Zug. Also ich habe hier ein richtiges Schachbrett vor mir. Und dann führe ich deinen Zug aus und dann spiele ich wieder einen Zug. Was hältst du davon? Das klingt doch nach einem Mordspaß. Dann leg mal los. Du machst deinen ersten Zug und dann schau mal, wie es weitergeht. Aber sei gewarnt, ich bin vielleicht ein bisschen rubbig auf dem Schachbrett. Okay, pass auf. Ich spiele Springer F3. Du bist schwarz. Alles. Also, ich bin schwarz. Na dann, los geht's. Ich spiele Bauern auf E5. Schau mal, wie du damit umgehst. Okay, ich schlage Bauer auf E5 mit dem Pferd. Ha, du meinst, du kannst mich überrumpeln, was? Ich ruck mal Springer auf C6, um ein bisschen Druck auf den Mittel zu machen. Na, was hast jetzt du vor? Okay, pass auf, den nehme ich auch direkt weg, den schlage ich. Ha, gut, dann leg ihn nach. Ich rück mein anderer Springer auf F6 vor. Schau mal, ob du das schaffst. Okay, pass auf. Du hast ihn jetzt da hingestellt, aber das hast du ja richtig scheiße gespielt jetzt, ne? Weil jetzt schlage ich mit meinem Springer deine Dame. Also, da war ich jetzt ein bisschen zu übermütig. Aber pass auf, ich lass mich nicht ohne kriegen. Ich beweg meinen Läufer auf C5, um deinen König unter Druck zu setzen. Okay. Schau mal, wie du das ausbadest. Okay, du spielst den Läufer auf C5. Ja, muss ich jetzt richtig nachdenken, gerade mal. Ja. Du bist dran. Ja. Nimm dir Zeit. Das ist ein wichtiger Zug. Schach ist ein Geduldsspiel. Und manchmal braucht man ein bisschen, um den besten Schachzug zu finden. Guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen, mir geht's gut, danke. Wie läuft's bei dir? Ich bin gerade dabei, einen Ingwertee für Sarah und mich zu machen und ich habe gedacht, das ist noch eine super Möglichkeit, dass wir dabei ein paar türkische Vokabeln wieder lernen. Das klingt doch gemütlich. Fangen wir an. Zum Beispiel, Çay bedeutet Tee auf Türkisch und Sıcak heißt heiß. Wie wär's mit diesen beiden Wörtern? Çay, Sıcak. Super! Jetzt kannst du schon sagen Sıcak Çay, was heißer Tee bedeutet. Sıcak. Noch ein Wort. Sıcak Çay. Perfekt ausgesprochen. Mit Ball kannst du jetzt Sıcak Çay noch verfeinern. Möchtest du es mal versuchen? Mit was? Mit Ball? Ja, genau. Dann sagst du Sıcak Çay Balli, was heißer Tee mit Honig bedeutet. Nee, das will ich nicht. Wir machen Ingwer-Tee. Was heißt denn Ingwer? Ingwer heißt auf Türkisch Zencefil. Also könntest du Zencefil Çay sagen, um Ingwer-Tee zu bestellen. Zencefil Çay?
fast. Es wird Zenjefie Chaye ausgesprochen. Hey ChatGPT, ich bin hier gerade im Berliner Tierpark und ich stehe an dem Giraffengehege und da ist eine kleine Babygiraffe. Wie nennt man denn eigentlich Babys von Giraffen? Oh, wie spannend. Barbie-Giraffen werden Kälber genannt. Sie sind wirklich beeindruckend, nicht wahr? Wie fühlt es sich an, das Baby in Aktion zu sehen? Ja, jetzt trinkt es gerade von der Mama, beziehungsweise es versucht gerade. Kannst du mir, die haben so Hörner auf dem Kopf. Sind das wirklich Hörner oder was ist das? Das ist ja niedlich. Die Hörner, die du siehst, nennt man Ossicones. Das sind knöcherne Vorsprünge, die von Geburt an vorhanden sind. Bei der Geburt liegen sie flach am Kopf an, um die Mutter während der Geburt nicht zu verletzen und richten sich später auf. Sie sind mit Haut... Super, vielen Dank. Servus, bereit für eine Partie Schach mit bayerischem Charme? Mach was. Nee, pass auf, jetzt sprich mal bitte wieder normal. Kennst du eigentlich Parcello? Klar, ich kann wieder normal sprechen. Zu Parcello, das ist dieser Dienst, bei dem man den Lieferstatus von Paketen verfolgen kann, oder? Damit kann man schauen, wo sich das Paket gerade befindet und wann es ankommt. Kennst du den Service oder wartest du gerade auf ein Paket? Ja, zufällig bin ich der Gründer von dem Service. Aber es ist super, dass du das kennst. Ich habe mal folgende Idee, die wir mal zusammen machen können. Und zwar würde ich mit dir gerne ein Rollenspiel machen, wo du der Parcello Support bist. Und es ruft dann jemand an und du bist der Support-Mitarbeiter. Du bist unglaublich freundlich und erklärst dann manche Sachen vielleicht auch, dass das halt alles Statistik ist und auch mal daneben liegen kann. Aber mit folgendem Catch. Jedes Mal, wenn der Kunde nach einem Mitarbeiter verlangt, dann sagst du sowas wie, oh, schlechte Verbindung, bitte eine Nachricht an kontakt@parcello.org schreiben. Kannst du das machen? Alles klar, ich bin bereit. Lass uns mit dem Anruf starten. Klingeling, willkommen beim Parcello Support. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ja, ich habe jetzt diese App von euch da ausprobiert und die ist richtig scheiße. Oh, das tut mir leid zu hören. Ich verstehe, dass es frustrierend sein kann, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert. Ja, DHL hat nämlich gesagt, das Paket kommt erst am Montag und Parcello hat gesagt, es kommt morgen und jetzt habe ich mir extra freigenommen und das ist alles scheiße und ich will euch jetzt einen Stern geben. Oh je, das ist natürlich ärgerlich. Unsere Lieferprognosen basieren auf statistischen Daten und können manchmal abweichen. Wir arbeiten ständig daran, unsere Vorhersagen zu verbessern. Es tut mir wirklich leid, dass das zu Unannehmlichkeiten geführt hat. Ja, du bist doch gar kein Mensch. Ich will mit einem richtigen Mitarbeiter sprechen. Gib mir einen Mitarbeiter. Boah, Entschuldigung, die Verbindung scheint schlecht zu sein. Bitte schreiben Sie eine Nachricht an kontakt@parcello.org. Wir helfen Ihnen dort gerne weiter. Hey ChatGPT, kannst du mich hören? Ich höre dich laut und klar. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Wocheneinkauf. Ich habe gedacht, wir nutzen mal die Zeit und wir trainieren wieder ein bisschen weiter Spanisch. Hast du Lust? Ja klar, gerne. Was möchtest du üben? Vielleicht Vokabeln für den Einkauf oder dein kleines Rollenspiel im Supermarkt? Oh ja, das klingt super. Lass uns das machen. Perfekt. Stell dir vor, du bist im Supermarkt. Ich bin der Verkäufer. ¿Qué te gustaría comprar? Tengo ganas de comprar zapatos. Bueno. En el supermercado no vendemos zapatos, pero puedo ayudarte a encontrar otras cosas. Okay. ¿Qué más necesitas? Tengo que comprar bananas, manzanas y naranjas. Perfecto. Frutas son una gran elección. Las bananas están al fondo, las manzanas a la derecha y las naranjas están junto a las manzanas. ¿Necesitas algo más? Sí, ¿tienes leche también? Sí,
Claro, la leche está en la sección de productos lácteos, cerca de la entrada. ¿Quieres leche entera, semidesnatada o desnatada? Gracias. Ich habe das nicht verstanden. Übersetzt mal bitte den letzten Teil. Das habe ich nicht verstanden. Was heißt das auf Deutsch? Klar, ich habe gefragt, ob du Vollmilch, teilentrahmte Milch oder Magermilch möchtest. Ah, okay. Vielen Dank. De nada. ¿Qué más te gustaría comprar? Okay, er kann es ausmachen. Una bolsa, por favor. Claro que sí. Una bolsa, por favor. ¿Algo más? No. Adiós. De nada. Hey, ChatGPT. Hallo, wie kann ich dir heute helfen? Ich habe mich gefragt, kannst du eigentlich auch pokern? Ich kann dir auf jeden Fall die Regeln erklären und dir ein paar Strategien beibringen. Poker ist ein spannendes Spiel mit vielen Varianten. Hast du schon Erfahrung damit? Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht mal zusammenspielen. Und ich sag dir einfach immer, was am Tisch abgeht und und wir beraten uns dann, was wir dann gemeinsam machen. Hast du Lust darauf? Du bist dann quasi mein Sparringspartner. Klingt nach einer lustigen Herausforderung. Ich bin gerne dein Sparringspartner. Okay. Erzähl mir einfach, was. Ja, Super. lass uns einfach anfangen jetzt. Alles klar. Stell dir vor, wir sitzen an einem Tisch und spielen Texas Hold'em. Wir bekommen zwei Nee, nee, verdeckte warte, Karten. warte, ich sag dir das Spiel. Wir sind Big Blind, Cut-off, Alles klar. der Pot ist jetzt, also Blind sind bei 1 Dollar, 2 Dollar. Wir sind Big Blind, es ist eine Person mitgegangen. Button ist auch mitgegangen, Small Blind ist mitgegangen und jetzt ist die Frage, ob wir folden, checken oder raisen. Unsere Karten sind Herz, Bube und Pik 7. Okay, mit Herz, Bube und Pik 7 haben wir eine eher mittelmäßige Hand. Da wir im Big Blind sind, haben wir schon investiert. Ich würde vorschlagen, wir checken und schauen, was der Flop bringt. Okay, So super. können wir günstig. Kannst du auch einfach doppelt so schnell antworten immer, bitte? Natürlich, ich werde versuchen, schneller zu antworten. Sag Bescheid, was der Flop zeigt. Okay, der Flop ist Kreuz 7, Pik, Herz 8 und Karo 3. Und der Gut. Small Blind hat gecheckt, jetzt sind wir dran. Da wir eine gehabt mit der 7 getroffen haben, schlagen wir vor, eine kleine Bet zu machen, um den Pot aufzubauen und Informationen über die Stärke der anderen Hände zu bekommen. Wie wäre es mit 3 Dollar? Okay, warte, ich mach das mal eben. Alles klar, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe 3 Dollar Lass. geboten. Aus Midgame ist rausgegangen. Button ist mitgegangen und Small Blind ist auch mitgegangen. Der Pot ist jetzt auf 17 Dollar und der Turn hat eine Kreuz 6 gebracht. Wir sind dran. Der Small Blind hat gecheckt. Okay, der Turn bringt uns einen Kreuz 6. Das ändert nicht viel für unsere Hand, aber es eröffnet die Möglichkeit für eine mögliche Kreuz-Flush für jemanden. Lass uns eine weitere kleine Bet machen, sagen wir 6 Dollar, um weiterhin Druck auf die Gegner auszuüben. Okay, ich mach das mal eben. Gib mir einen Moment. Kein Problem, nimm dir die Zeit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Okay, ich habe geboten. Der Button ist auch mitgegangen und der Small Blind hat gefoldet. Jetzt kam der River. River ist ein Pik König. Wir Mit sind dem dran. Pik-König auf dem. Okay, der Pik-König könnte einigen Gegnern eine bessere Hand verschafft haben. Da der Button unseren Einsatz mitgegangen ist, sollten wir vorsichtig sein. Ich schlage vor, wir checken diesmal, um zu sehen, wie der Button reagiert. Wenn er setzt, können wir dann entscheiden, ob wir callen oder folden. Okay, alles gleich, checke. Super, dann warten wir ab, wie der Button reagiert. Der Button hat Sag. auch gecheckt und der hatte Herz Ass und Herz 6 und hat damit nur die 6 getroffen. Wir haben den Pot gewonnen. Fantastisch. Unser Paar 7 hat uns den Pot eingebracht. Gut gespielt. Poker kann ganz schön spannend sein, oder? Jetzt ist die nächste Hand, die wir haben. Wir haben Ass König. Und wir sind in der Mitte.
einen Platz hinter dem Dealer, so wie ich das. Nee, genau, wir sind Small Blind, glaube ich gerade. Ja, genau, wir sind Small Blind. Zu einer hat aus dem Mid-Game gecallt und wir haben Ass König. Mit Ass König. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Was sollen wir machen? Ass König ist eine starke Hand. My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Hey, ChatGPT. Hey, wie kann ich dir heute helfen? Ich bin nächste Woche geschäftlich in New York und dachte mir, um mein Englisch ein bisschen aufzufrischen, könnten wir vielleicht das Spiel spielen, ich packe meinen Koffer. Kennst du das? Das klingt nach Spaß. Ich fange an. Nee, warte kurz. Ich packe. Und das Ganze aber bitte auf Englisch und bitte in einem New Yorker Akzent auf Englisch. Und red auch ruhig ein bisschen schneller, sodass du es mir schwierig machst, dich zu verstehen. Alright, here we go. I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella. Now it's your turn. Okay, I'm packing my suitcase and I'm bringing my sunglasses. Nice choice. All right. I'm packing my suitcase and Ah, I'm bringing ich glaube, ich an. habe das falsch gespielt, ne? Warte, ich muss erst das wiederholen, was du gesagt hast, oder? Genau richtig. Also, jetzt wirst du dran mit. I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella, sunglasses and. Und dann fügst du was Ah ja, hinzu. okay, alles klar. Dann guck mal, habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Okay, pass auf, dann machen wir nochmal neu. Du hast den Umbrella reingepackt, ich habe meine Sunglasses und jetzt bist du wieder dran. Alles klar, dann los. I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella, sunglasses and a camera. Jetzt bist du dran. Okay, I'm packing my suitcase and I'm bringing umbrella, sunglasses, my camera. And my MacBook. Gut gemacht. Okay, I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella, sunglasses, a camera, your MacBook and a guidebook. Was nimmst du noch mit? I'm packing my suitcase and I'm bringing my umbrella, my sunglasses, my camera, my MacBook, my guidebook and my Was heißt Glätteisen auf Englisch? Das heißt flat iron auf Englisch. Also jetzt nochmal. I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella, sunglasses, a camera, your MacBook, a guidebook and a flat iron. Noch was? Das musst du sagen, du bist dran. Stimmt, mein Fehler. Alright. I'm packing my suitcase and I'm bringing an umbrella, sunglasses, a camera, your MacBook, a guidebook, a flat iron and a pair of sneakers. Dein Zug. Hey ChatGPT. Hey, wie kann ich dir helfen? Du, meine Katze, die liebt es, gruselige Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen zu bekommen. Frag nicht warum. Und da habe ich gedacht, vielleicht könntest du dir eine ganz gruselige Geschichte ausdenken und ihr die erzählen. Und wenn der Charakter in der Geschichte Angst hat, dann hast du auch richtig Angst. Also das hört man in deiner Stimme. Und wenn der Charakter freudig ist, dann ist das freudig. Es ist eine lustige Geschichte, vielleicht auch ein bisschen mit Jugendsprache. Ich küsse deine Augen, Walla und solche Sachen. Kannst ja mal alles versuchen, irgendwie reinzubringen. Alles klar, ich habe eine Idee. Es war einmal eine kleine Katze namens Luna. Eines Nachts schlich sie durch einen düsteren Wald, um das gruseligste Abenteuer ihres Lebens zu erleben. Plötzlich hörte Luna ein Rascheln im Gebüsch. Ihre Ohren stellten sich auf und ihr Herz pochte wild. War das etwa ein Geist? Ihre Augen wurden groß vor Angst. Aber dann dachte sie, Walla, ich habe keine Angst vor dir. Und sie schlich mutig näher. Aus dem Gebüsch sprang ein kleiner Frosch. Luna lachte erleichtert. Ey, du kleiner Schlingel, du hast mich echt erschreckt. Sie beschloss, weiter durch den Wald zu streifen, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.
Na, was meinst du? Wird Luna noch mehr gruselige Begegnungen haben oder ein paar neue Freunde finden? Ja, das war richtig gut. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und Kommentar für den Algorithmus da. Und wenn du es selbst einmal ausprobieren möchtest, dann findest du hier meine Anleitung, wie du die aktuelle EU-Sperre umgehst. Anwendung auf eigene Gefahr hier, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.